Jetzt wollen wir uns ein bisschen näher mit diesem Prinzip der vollständigen Induktion beschäftigen. Das Wort Induktion wird ja häufig gebraucht, auch in den Naturwissenschaften. Da bedeutet es von häufig beobachteten Ereignissen schließen, dass dahinter ein Gesetz steht. Also, ich werfe einen Stein ins Wasser, er geht unter. Ich werfe noch einen Stein ins Wasser, er geht unter. Ich schließe daraus, alle Steine gehen unter. Oder ich beobachte einen Schwan, er ist weiß. Ich beobachte wieder einen Schwan, er ist schon wieder weiß. Ich schließe daraus, alle Schwäne sind weiß. Tatsächlich hat man dann entdeckt, es gibt manchmal schwarze Schwäne. Das ist ein berühmtes Slogan, der schwarze Schwan, der darauf hinweist, dass in den Naturwissenschaften die Induktion zwar ein wichtiges Prinzip ist, dieser Schluss vom Besonderen zum Allgemeinen, aber nicht absolut unumstößlich. In der Mathematik dagegen, die vollständige Induktion, die ist unumstößlich. Die ist wirklich felsensicher. Warum ist das der Fall? Also diese vollständige Induktion, die besagt Folgendes: Sei A von n eine Aussage über die natürliche Zahl n. Wenn jetzt diese Aussage gilt für die Zahl 1, also wenn A von 1 gilt, und wenn außerdem gilt, dass für jedes n aus der Gültigkeit von A von n die Gültigkeit von a von n plus 1 folgt, dann gilt a von n für alle natürlichen Zahlen n. Also a von n 1, das ist der sogenannte Induktionsanfang oder die Induktionsverankerung für alle Schlüsse, die dann weiterkommen. Und das zweite ist der Induktionsschritt, auch Induktionsschluss genannt. Die besagt, für jedes n folgt, wenn an, dann an plus 1. Also dieses wenn an, das ist die Induktionsannahme oder Induktionsvoraussetzung, dann folgt an plus 1, das ist die Induktionsbehauptung. Und wenn also sowohl Induktionsanfang als auch Induktionsschritt bewiesen werden können, dann hat man bewiesen, dass a von n für alle natürlichen Zahlen n gilt. Das ist so ein Dominoeffekt, nicht? Man hat, stellt sich vor, Dominos in einer langen Reihe aufgestellt. Das erste Dominostein fällt, er wirft den zweiten Dominostein um, er wirft den dritten Dominostein um, er wirft den vierten Dominostein um und so geht das die ganze Reihe durch. In diesem Fall die ganze Reihe der natürlichen Zahlen. Da sind einige Bemerkungen zu machen. Die erste Bemerkung ist wohl den Induktionsanfang, also die Verankerung. Das darf man nicht vergessen. Ja, es muss wirklich einmal ein Dominostein umfallen, damit die späteren auch umfallen. Ja? Also zum Beispiel, schauen Sie sich die Behauptung a von n an, 1 plus 2 plus n, also die Summe der ersten n-Zahlen, ist gleich n mal n plus 1 plus 2 halbe. Ja, das ist falsch. Denken Sie an die Gaußsche Summenformel und Sie sehen dieses plus 2, das ist ein Störenfried, macht das ganze Sache falsch. Aber der Induktionsschritt, der gilt schon. Wenn an stimmen würde, dann wäre auch an plus 1 richtig. Ja, das ist eine leichte Übungsaufgabe. Aber es ist eben so, a von n stimmt nie. Es fehlt die Verankerung. Also niemals auf diesen Induktionsanfang vergessen. Manchmal kann man nicht bei 1 anfangen, sondern kann erst ein bisschen später anfangen, ab einer gewissen Zahl a. Also manchmal fehlt nicht, kann man nicht den ersten Dominostein umwerfen, sondern erst den fünften, der wirft den sechsten, der wirft den siebenten und so weiter. Ja. Also, wenn dann der Induktionsschritt gilt, dann kann man daraus
nur schließen, dass a von n gültig ist für alle n größer gleich a. Da möchte ich Ihnen ein Beispiel geben. Also an sei die Behauptung, n Quadrat ist kleiner gleich als 2 hoch n. Überprüfen wir das. Also a von 1, das heißt 1 Quadrat, das ist 1, ist kleiner gleich 2 hoch 1. Also das stimmt, a von 1 ist richtig. A von 2, das wäre 2 Quadrat, ist kleiner gleich 2 hoch 2. Ja, das stimmt auch natürlich. Aber a von 3 ist dann falsch. 3 Quadrat, das wäre ja 9. Und das ist nicht kleiner gleich 2 hoch 3. 2 hoch 3 ist ja 8. 9 ist nicht kleiner gleich 8. Aber a von 4, das wäre wieder richtig. 4 Quadrat, das ist 16, ist kleiner gleich als 2 hoch 4, das ist auch wieder 16. Und a hoch 5, das ist auch wieder richtig, weil 5 Quadrat ist 25, das ist kleiner gleich 2 hoch 5, das ist 32 und so weiter. Ja? Also da muss man aufpassen ein bisschen. Also a von n sei diese Behauptung, n Quadrat kleiner gleich als 2 hoch n. Wir wissen, a von 4 ist richtig, weil 16 kleiner gleich 16 ist. Und der Induktionsschritt, den wollen wir jetzt überprüfen. Wenn n größer gleich 4 ist, dann folgt aus an auch an plus 1. Eine leichte Rechnung. Schauen wir uns n plus 1 zum Quadrat an. N plus 1 zum Quadrat ist gleich n Quadrat plus 2n plus 1. Und das ist kleiner gleich als n Quadrat plus 4n. Einfach deswegen, weil 2n plus 1 kleiner gleich als 4n ist. Und jetzt n Quadrat plus 4n, das ist seinerseits wieder kleiner gleich als n Quadrat plus n mal n. Also da geht die Voraussetzung ein, dass wir uns Zahlen n anschauen, die größer gleich 4 sind. Ja? 4 mal n ist dann kleiner gleich als n mal n. Ja, n Quadrat plus n mal n, das ist natürlich 2 mal n Quadrat. Und jetzt kommt endlich die Induktionsannahme a von n. Dieses n Quadrat wird, ist laut Voraussetzung, kleiner gleich als 2 hoch n. Und 2 mal 2 hoch n ist 2 hoch n plus 1. Tatsächlich also n plus 1 zum Quadrat ist kleiner gleich als 2 hoch n plus 1. Das ist, damit ist die Aussage bewiesen, dass n Quadrat kleiner gleich als 2 hoch n ist für alle n größer gleich 4. Es gibt übrigens eine Variante des Induktionsbeweises, eine ganz einfache und offensichtliche, die manchmal als starke Induktion bezeichnet wird, die eigentlich nichts anderes ist als die übliche vollständige Induktion. Die geht so, also man macht denselben Induktionsanfang, man zeigt, dass a von 1 gültig ist. Und der Induktionsschritt, der wäre jetzt für alle n gilt, wenn a1 und a2 und so weiter, alles bis an gültig ist, dann folgt auch die Gültigkeit von an plus 1. Also das heißt, wenn ak für alle k kleiner gleich n gültig ist, dann ist a von n plus 1 gültig. Ja, und wenn man diesen Induktionsschritt hat, dann folgt wieder a von n muss für alle natürlichen Zahlen n gelten. Nicht? Also der Induktionsanfang ist a1, daraus folgt a2, das heißt also a1 und a2 gelten, daraus folgt a3, jetzt gilt a1, a2 und a3, daraus folgt a4, jetzt gilt a1, a2, a3 und a4, daraus folgt a5 und so weiter. Das geht wieder durch den Dominoeffekt durch alle natürlichen Zahlen durch. Wir wollen das für einen kleinen Beweis verwenden, für die Behauptung, jede natürliche Zahl n größer als 1 ist Produkt von Primzahlen. Sie werden da vielleicht sagen, ja, und was ist mit der 1? Nun, es ist so eine Konvention, dass 1 keine Primzahl ist. Ja, darauf haben sich die Mathematiker geeignet. Es gibt gute Gründe dafür, aber es ist nur eine Konvention
und spielt für das Jetzt, was ich Ihnen erzähle, keine Rolle. Also A von N bedeutet, N ist ein Produkt von einer oder mehreren Primzahlen. Und da machen wir den Induktionsanfang bei 2, weil 1 ist ja keine Primzahl. 2 ist aber eine Primzahl und für 2 gilt also, 2 ist das Produkt von Primzahlen. Das ist ja selbst eine Primzahl. Und Induktionsannahme, angenommen, A von 2 und A von 3 und so weiter und A von N seien gültig. Also alle Zahlen zwischen 2 und N seien Produkte von Primzahlen. Jetzt schauen wir uns die Zahl N plus 1 an. Wenn N plus 1 eine Primzahl ist, dann sind wir fertig. Dann ist das N plus 1 ist das Produkt einer Primzahl. Also gilt A von N plus 1. Aber wenn N plus 1 keine Primzahl ist, dann lässt sich N plus 1 darstellen als Produkt von zwei natürlichen Zahlen, die größer als 1 sind. Das ist die Definition von keine Primzahl. Und diese Zahlen A und B sind aber kleiner gleich als N. Und wegen der Induktionsvoraussetzung erfüllen sie also die Eigenschaft, dass sie, die Zahlen A und B, ihrerseits Produkte von Primzahlen sind. Und daher ist auch das Produkt von A mal B, also dieses N plus 1, ein Produkt von Primzahlen. Also N plus 1 ist ein Produkt von Primzahlen, also gilt A von N plus 1. So, und noch eine Bemerkung. Die vollständige Induktion kann man auch verwenden und verwendet sie sehr oft, um Sachen zu definieren, um Begriffe zu definieren. Also ein Beispiel ist A hoch N, wo A eine beliebige Zahl ist und N eine natürliche Zahl. Da definiert man A von 1, A hoch 1, definiert man als A. Und wenn dann A hoch N bereits definiert ist, dann setzt man A hoch N plus 1 ist gleich A mal diesen A hoch N. A hoch N kennt man bereits. Man multipliziert es mit A und bekommt A hoch N plus 1. Ganz einfach. Und ebenso die Dreieckszahlen. Also Sie erinnern sich, die Dreieckszahlen 1 und 1 plus 2 und 1 plus 2 plus 3 und so weiter. Tn ist die nte Dreieckszahl. Da geht man auch wieder so vor, t von 1 ist 1. Und wenn die Dreieckszahlen bis n bereits definiert sind, also wenn die nte Dreieckszahl bereits definiert ist, würde ich sagen, dann definiert man als nächstes die n plus erste Dreieckszahl, also das t von n plus 1, als tn, das kennt man ja schon, plus n plus 1. Noch ein Beispiel, n Faktorielle oder n Fakultät. Also n Faktorielle, das ist ja, wie Sie wissen, die Anordnung von n Elementen. Da definiert man wieder so, 1 Faktorielle ist 1. Und wenn n Faktorielle bereits definiert ist, dann definiert man n plus 1 Faktorielle als das Produkt von n Faktorielle, das wir schon kennen, mit n plus 1. Geht man schrittweise von 1 Faktorelle zu 2 Faktorelle, zu 3 Faktorelle, zu 4 Faktorelle und so weiter und so weiter. Und ein letztes Beispiel, das sind die Fibonacci-Zahlen, Fn, bekannt nach dem italienischen Mathematiker Fibonacci, der so um 1200 herum eigentlich der erste europäische Mathematiker war, nach der großen Periode des Altertums. Da geht man so vor, man definiert die erste Fibonacci-Zahl, das f von 1, als 1. Und das f von 2 definiert man auch als 1. Man geht dann schrittweise vor, man sagt, wenn f1, f2 und so weiter bis fn bereits definiert sind, dann definiert man als nächstes f von n plus 1 als die Summe der beiden vorhergehenden Fibonacci-Zahlen, also die Summe von fn und fn minus 1. Ja, also wir beginnen, f1 ist 1, f2 ist 1, f3, das ist die Summe der beiden vorhergehenden, das ist die Summe von 1 und 1, das ist 2.
Als nächstes kommt die Summe von 2 plus 1, das ist 3. Als nächstes kommt die Summe von 2 plus 3, das ist 5. Als nächstes kommt die Summe von 3 plus 5, das ist 8. Und dann kommt die Summe von 5 plus 8, das ist 13. Und dann 8 plus 13 ist 21. Und 13 und 21 ist 34 und so weiter und so weiter. Ja, das sind die Fibonacci-Zahlen, die ganz wunderbare Eigenschaften haben und die Sie noch oft, denen Sie noch oft begegnen werden.